Willkommen zurück zu Divine Divinity. Wir waren ja unten in den Katakomben und wollen ja, ne? Also wie soll ich sagen, Madaneus vom Dämon befreien. Dazu müssen wir ganz tief runter. Da muss ich bloß erst noch gucken, wo ich hier lang muss. Ich habe jetzt eine ganze Weile nicht gespielt. So, also wir haben ja noch einen langen Weg vor uns. Wir decken erstmal die schwarzen Felder auf. Okay, ich bin erschöpft. Mal schauen. So. Hier noch was? Hier ist noch ein bisschen Gold. Alt, wo ist denn mein Gregor? Oh, ein Heiltrank. Das ist immer gut. Entschuldigung, ich bin noch etwas erkältet. So, hier oben schleichen noch welche rum. Na komm schon. Skelettwächter. Ui. Ich muss erst etwas ablegen. Ja, doch, machen wir doch gleich. Dazu gehen wir mal. Halt, hier ist ja noch jemand. Okay. Dazu gehen wir gleich mal dort, wo unser Bett steht. Gregor, geh mal dort weg. So. So, da können wir gleich mal was abladen, was wir nicht brauchen. Abgenutzt. Was haben wir hier noch? Die schweren Äxte, die können wir mal hier rausnehmen. Dann haben wir wieder Platz. Ist alles durcheinander. So. Dann können wir auch gleich mal schlafen gehen. So. So, und dann schauen wir mal. Ja. Hier geht's weiter runter. Da müssen wir erst nachher durch. Ach, hier ist ja noch einer. Komm her. So. Komm her, ja. Ist noch nichts drin in der Vase. Na komm. Stärketrank, das ist auch gut. Haben wir hier noch Gold? So. Hier ist noch was drin. Geräusche, die sind ja furchtbar. Okay. Ich
Ich bin nicht ganz sicher, was das gerade ausgelöst hat. Hat die Tür geöffnet. Okay, hier ist noch was drin. Aha. Der war zerbrochen. So, dann gehen wir jetzt mal durch die Tür, die sich geöffnet hat. Und dann können wir schon wieder eine Etage tiefer gehen. Da erwarten uns dann auch noch einige Gegner. Oh, hier habe ich noch welche. Halt. Ich klick mal hier drauf, dann fällt die von alleine los. Ach, hier ist noch was drin, da könnte ich gleich mal... gleich noch mal gucken. Na? So. Dann müssten wir eigentlich hier oben alles gemacht haben. So. Ist das jetzt der richtige Gang? Ja. Okay. Ich werde hier nochmal speichern. Dann gehen wir mal hier rein. Skelettbeschwörer. Okay, das war's. Die Vasen sind leer. Hier ist noch... Alter, war noch jemand. Das wird gut. So, hier noch was drin. Etwas Gold. Das können wir gebrauchen. Und ein Heiltrank. So, wir haben schon wieder Erfahrungspunkte. Werden wir gleich ein paar verteilen. Gewandtheit. Konstitution. Okay. Hier können wir dann hier was Schönes. Verteidigung. Wie wunderbar. Und den Rest nehmen wir dann erstmal auf. Und jetzt gehen wir mal eine Etage tiefer. Ja, wo geht's hier lang? Ach, hier könnten wir noch die Blutaxt holen. Das könnten wir eigentlich mal probieren. Aber das speichere ich erstmal. Weil da unten ist noch so ein komischer... Ich glaube, so ein Skelettkrieger oder so, ich weiß. Oh, macht mal ein bisschen hinne hier. Hier ist er. Ach, Skelettwächter war das. Okay. Noch was? Ach. Der Krieger steht immer im Weg. Hier hinten noch was? Ne, hier war da nichts mehr. Gut, da haben wir das ja auch. Ist hier noch was? Ach, hier ist noch was in der Vase. Ausdauer.
Hier liegen auch noch Goldmünzen rum. Okay, dann können wir wieder hoch und gehen eine Etage tiefer. Da haben wir das jetzt auch. Halt, nein, hier nicht durch. Na, hier oben ging es lang. So, dann mal gucken, wo wir hier hinkommen. Okay. Hier war nichts, hier ist ein Buch. Dies scheint eine Art Tagebuch zu sein. Nun beginne ich die Erforschung der tiefsten Ebene der Katakomben. Bisher habe ich keine Hinweise auf einen Eingang zu einer noch tieferen Ebene finden können. Aber mein Gefühl sagt mir, dass es ihn geben muss. Meine Untersuchungen haben ergeben, dass die beiden Gräber in der Mitte zu einem geheimen, noch tieferen Teil der Katakomben führen. Ich versage es mir aber, sie zu öffnen. Würde ich dies tun, so würde gewiss eine Horde Skelette aus ihren Gräbern auferstehen. Das riecht mir allzu sehr nach einem Zauber von Ytring, einer Untotenfalle. Ich habe herausgefunden, dass die Öffnung aller vier Außengräber die beiden Gräber in der Mitte entriegelt. Entschuldigung. Aber wie bereits oben notiert, öffne ich auch nur eins dieser Gräber. Würde eine ganze Schar von Skeletten auferstehen, um denjenigen zu vernichten, der sie auferweckt hat. Ich werde dieses Tagebuch ihr als Warnung für alle hinterlassen, die es wagen, in diesen Teil der Katakomben einzudringen. Je weiter ich an diesem gottverlassenen Ort vordringe, desto stärker kann ich spüren, wie ich mich dem Bösen nähere. Ich muss herausfinden, was sich dort unten verbirgt. Okay. Ach, das ist Gregor. Will ich immer angreifen? Und dann steht er immer vor meinen Sachen. Und dann komme ich nicht ran. Gut. So. Hier sind noch ein paar Vasen. Hier versteckt sich noch einer. Ja, du bist gleich dran. Halt. So. Erledigt. So, also das sind hier die vier Außengräber. Da ist hier zwei und weiter unten noch zwei. Ach nee, das sind die hier in der Mitte. Gräber. Okay. Aber bevor wir hier weiter noch weiter reingehen, tue ich mich hier erstmal ein bisschen verstecken. So. Und das machen wir dann im nächsten Part. Bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.